Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Debatte, die wir hier heute zum Abschluss bringen wollen, war wahrscheinlich eine der schwierigsten Debatten der vergangenen Wochen. Und Herr Breetz, ich will doch sagen, dass auch mit Blick auf das, was Sie heute hier wieder von sich gegeben haben, mir im ganzen Prozess gefehlt hat, wo Ihre Antworten denn liegen. Wo denn sozusagen der Vorschlag der CDU war, wie dieses Gesamtproblem zu lösen ist. Und ich habe gehört nach der ersten Einbringung, dass Sie uns gesagt haben, da muss noch was nachgelegt werden. Sie haben nicht gesagt, in welcher Höhe und wie, aber Sie haben gesagt, da muss noch was nachgelegt werden. Haben wir getan. Sie haben dann gesagt, wir dürfen den Betriebsfrieden im Land nicht gefährden. Und haben aber zu keinem Zeitpunkt beantwortet, wie Sie das bewerkstelligen wollen. Ist Ihre Antwort auf den Betriebsfrieden nicht gefährden, dass jeder differenziert nach dem, was ihm entgangen ist in den vergangenen 10 Jahren, die Summe ausgezahlt bekommen soll? Ist das Ihre Antwort und wie wollen Sie das im Haushalt auch nur ansatzweise darstellen? Diese Antwort sind Sie schuldig geblieben. Sie haben dann darüber hinaus nie etwas dazu gesagt, welche Summen aus Ihrer Sicht dann Relevanz entfalten sollten bei so einer Gesamtlösung. Und das finde ich dann doch ein bisschen schade, weil sich so bequem zu machen und immer Einzelpassagen zu kritisieren, aber nicht deutlich zu machen, wie Ihr Paket ausgesehen hätte, das dann alle Interessen zusammenbringt, das ist einfach schade. Und ich gestehe heute hier ein, und da gibt es auch nichts schön zu reden, wir sind an einem Punkt und wir bekommen alle diese Protestmails, die Unzufriedenheit ist quasi überall da. Wir haben Unzufriedenheit wegen den 300 Menschen, die Geld bekommen. Wir haben sogar zum Teil Unzufriedenheit bei den 300 Menschen, die Geld bekommen, weil sie ein schlechtes Gewissen haben gegenüber den Kolleginnen und Kollegen. Wir haben Unzufriedenheiten bei den Beamten, bei den Gewerkschaften zu der Gesamtlösung, die jetzt gefunden wurde. Wir haben dann nochmal Unzufriedenheiten im Gegeneinander bei den Gewerkschaften. Auch das haben wir erlebt und ich saß ja in dem Fraktionssaal der CDU, als der letzte Haushaltsausschuss stattfand, sehr nah bei den Kolleginnen und Kollegen und durfte hören, was da auch im Flüsterton gesagt wurde. Also da gibt es auch Konflikte innerhalb der Gewerkschaften, die unzufrieden sind. Und dann gibt es auch noch eine weitere Dimension, die in der Debatte kaum eine Rolle gespielt hat, nämlich die Unzufriedenheit der anderen Teile der Bevölkerung, die nicht Beamte sind, mit dem, was wir hier an Geld in die Hand nehmen, womit wir auch andere Dinge im Land finanzieren könnten. Ich sage mal Stichwort Kita-Beitragsfreiheit. Mit den 200 Millionen, ich sage das jetzt mal so deutlich, weil es immer auch um die Abwägung geht von Konsequenzen von politischer Entscheidung, mit den 200 Millionen jetzt zusätzlich hätten wir auch die komplette Kita-Beitragsfreiheit von der ersten bis zur letzten Klasse sozusagen finanzieren können. Das sind Dimensionen, um die es hier geht. Und nun will ich trotzdem sagen, und das hat in der ganzen Debatte noch niemand ausgesprochen, ich will es heute hier tun, auch wenn ich zu der Zeit keine Verantwortung getragen habe und die meisten hier im Raum auch keine Verantwortung getragen haben, dass die Beamten in diesem Land 10 Jahre nicht verfassungskonform besoldet wurden, ist ein Unding. Und wir haben uns dafür, glaube ich, auch bei den Beamten in diesem Land zu entschuldigen und heute auch zu versichern, dass so etwas nie wieder passieren darf. Und deswegen ist all das, was wir jetzt hier tun mit dem Vorschlag heute, auch kein Akt von Großherzigkeit. Es ist Notwendigkeit, es ist auch unsere Pflicht und es ist auch ein Stück Gerechtigkeit, was wir damit herstellen. Ich weiß, nicht das Maß an Gerechtigkeit, was auch Sie sich wünschen würden, aber ein Stück Gerechtigkeit ist es, glaube ich, schon. Das ist sozusagen die eine Seite der Medaille und unsere Aufgabe bestand in diesem ganzen Prozess darin, diese Notwendigkeit, die Haushaltslage, den Betriebsfrieden innerhalb der Verwaltung, den gesellschaftlichen Frieden und den Blick aufs Ganze irgendwie in Einklang zu bringen. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Lösung gegeben hätte, bei der heute hier alle strahlend gesessen hätten und gesagt hätten, na Mensch, da sind wir alle mit zufrieden. Ich glaube nicht, dass das möglich gewesen wäre. Aber ich sage deutlich, 400 Millionen Euro, und da ist jetzt die Tarifübernahme 2019 mit einer moderaten Annahme mit einkalkuliert, 400 Millionen Euro sind kein Ausdruck von mangelnder Wertschätzung gegenüber den Beamten in diesem Land. Kein Ausdruck davon. Im Gegenteil, ich glaube, das ist ein Ausdruck eben von Wertschätzung und von der Einsicht, dass wir hier dringend nachsteuern müssen. Und ich glaube, man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass wir im parlamentarischen Verfahren hier nochmal deutliche Veränderungen vorgenommen haben. Und ich finde, die Lösung, die wir jetzt gefunden haben, ist eine bei aller Unzufriedenheit, zu der ich persönlich auch stehen kann. 4 mal 0,5%, die dann als 2% fortgeschrieben werden. Die 1:1 Übernahme jetzt und jetzt schon die Zusage der 1:1 Übernahme für 2019, ohne genau zu wissen, was da rauskommt, aber wir garantieren es jetzt schon.
Die A13 für die Lehrerinnen und Lehrer, ich weiß, da gibt es viele Diskussionen in den Gewerkschaften, aber bedenken wir doch auch die Situation, in der wir da sind. Sachsen hat gerade ein Programm aufgelegt, dass abgelehnte Lehrerinnen und Lehrer aus Bayern 600 Euro bekommen, monatlich als Gehaltszulage, wenn sie in Sachsen Lehrerinnen und Lehrer werden. Bei uns ist die Situation noch nicht ganz so dramatisch bei den Einstellungen, aber wir sind nicht so weit davon entfernt. Wir mussten hier also etwas tun. Und die 2.000 Euro, die über 4 Jahre ausgezahlt werden als Attraktivitätszuschlag. Und dann auch noch der Entschließungsantrag heute. Und Herr Breth, Sie haben was zu dem Entschließungsantrag gesagt und zu Ihrer Wertung. Ich finde, der Entschließungsantrag ist ein ganz elementarer Bestandteil für das weitere Verfahren, weil wir damit sagen, liebe Gewerkschaften, wir wissen, ihr seid jetzt hier heute vielleicht nicht zu Ende zufrieden, aber wir unterbreiten euch jetzt schon ein Gesprächsangebot, wie wir weitermachen bei der Attraktivitätssteigerung. Dieses Signal senden wir heute aus. Das ist nicht das Ende der Fahnenstange, dieser Beschluss heute, sondern der Anfang auch eines weiteren Prozesses. Auch das, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal. Und damit hatten wir die Option, ob wir das alles rückwirkend machen, aber wir sind doch auch vor der Herausforderung, den öffentlichen Dienst für die Zukunft attraktiver zu machen, dafür zu sorgen, dass Menschen in diesem Land hier sich bereit erklären, Beamtinnen und Beamte in Brandenburg zu werden. Und ich glaube, damit tun wir ein ganzes Stück in diese Richtung. Nun lassen Sie mich noch 2 Dinge sagen zu dem Entschließungsantrag, der hier vorliegt von Grünen und CDU zu den Justizwachtmeistern. Ich glaube, der Finanzminister hat im Haushaltsausschuss deutlich gemacht, dass wir da auf dem Weg sind, dieses Verfahren zu klären und auch eine Lösung herbeizuführen. Er hat klar gesagt, dass wir jetzt die Änderung im Beamtenrecht vollziehen, dass wir dann die Änderung in der Laufbahnüberführung machen werden, dass wir dann die Änderung in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung machen werden, dass dazu Innenminister, Justizminister und Finanzminister in Gesprächen sind und deren Häuser und dass sie dazu auch Vorschläge unterbreiten werden und an diesem Problem gearbeitet wird. Ich glaube, das ist die richtige Reihenfolge und der richtige Weg an dieser Stelle. Das Ergebnis, meine sehr geehrten Damen und Herren, wird von vielen getragen, aber nicht von allen, und ich bedauere insbesondere, dass es von der GdP nicht getragen wird, dass es nicht gelungen ist, da ein Einvernehmen herzustellen. Aber ich hoffe und sage das wirklich auch mit Blick auf diesen Entschließungsantrag, ich hoffe, dass es auch der Einstieg in weitere Verhandlungen und Gespräche ist mit den Gewerkschaften. Wir reichen hier auch die Hände für den weiteren Dialog, um für die Beamtinnen und Beamten in diesem Land gute Bedingungen zu schaffen, gute Arbeitsbedingungen für jetzt und vor allen Dingen für die Zukunft, für all diejenigen, die in der Zukunft noch kommen werden und diesem Land einen guten Dienst leisten, den wir brauchen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.